So, und willkommen zurück, liebe Community, zu einer neuen Folge Train Fever. Hier wieder in unserem kleinen Örtchen. Na, wie heißt es? Bad König, jawohl. Und nicht wundern, ich nehme diese Folge direkt nach der anderen auf. Deswegen kann ich nicht auf die Kommentare eingehen, die ihr mir letzte Folge geschrieben habt. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja hier so ein bisschen was gemacht auf der Strecke. Ich hoffe, dass das Ding hier noch kommt, wonach ich eigentlich Ausschau halte. Und ja, da warten wir dann mal. Ich glaube, ich gehe dem kurz. Okay, Alter, wie viele Leute da oben rumlaufen? WTF. Lol, die sind sogar voneinander getrennt, die Leute. Ah, da kommt schon. Ich sehe schon, was kommt. Na, wer sieht's von euch auch? Na? Ja, es ist rot-weiß. Und es kommt auf einmal da angefahren. Jawohl. Wunderbar. Das ist unser schöner Zug. Cool finde ich auch, dass wir hier unsere Bucht endlich mal das erste Mal richtig nutzen können. Fällt mir aber gerade so nebenbei auf. Sonst haben wir das nie benutzt, die Bucht da. Und einmal ist auch besser als keinmal. Also von daher freuen wir uns darüber. Und in dieser Folge wollen wir nochmal so ein paar Sachen realisieren. Und zwar hatte mir nämlich... Oh. Böse Idee, einen Namen zu sagen. Auf jeden Fall hat mir ein Abonnent gesagt im Stream, also am Freitag, den letzten falsches Depot. Wir müssen hier, glaube ich, erstmal überhaupt noch anbinden. Unser Depot ist gar nicht angebunden. Wir sind so schlecht. Wir sind eigentlich echt gerade schlecht, weil wir haben hier überhaupt nichts, ne? Wir müssen hier mal umbauen. Ich will hier noch so ein bisschen was machen. Wohl nee, lassen wir erstmal und schauen uns das erstmal an, was ich überhaupt machen will. Und zwar will ich jetzt machen, dass wir haben hier unten erstmal ein paar Depots, ne? Erstens will ich einen neuen Zug aufbauen. Mit neuen Wagen. Einige haben vielleicht das schon mitgekriegt. Welche? Denn das war im letzten Stream, also letzte Woche Freitag. Nicht jetzt gestern. Ja, gestern. Die Sache, und zwar, Dani, bau doch mal so einen Night Express. Jetzt habe ich die Wagen drin und jetzt suche ich die. Ich weiß nicht, ob die drin sind. Jawohl. Ach du Scheiße, wie baut man den denn zusammen? Was ist denn das hier? Das ist wahrscheinlich zweite Klasse? Die erste Klasse? Zweite Klasse? Ich habe doch keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall... Sind beides Restaurantwagen? Also ist gerade Monatswechsel. Ich dachte mir so, WTF-Spiel, schmier jetzt bitte nicht ab, ne? So, setzen wir den mal ganz vorne hin und dann hängen wir da hinten noch zwei Wagen dran. Das heißt dann also, wir machen das jetzt mal so, obwohl da kann sogar noch einer dran. Bauen wir hier mal Lokomotiven. Hatten wir zufällig eine Lok namens 101 drin, ne? Jawohl. Weil die habe ich nämlich auch auf dem Bild mal nicht gesehen gehabt. Deswegen ist das jetzt meine erste Wahl gewesen, die wir da vorhängen. Und von daher werden wir die auch nehmen. Ja. Wir machen jetzt auch nochmal eine schöne Strecke. Schade finde ich auch, dass man zum Beispiel nicht irgendwie sagen kann, hey, Leute, und wo gerade eben der Zug lang. Nicht sagen kann, ey, ich brauche einen Nachtzug. Möchte nicht jemand hier nach der Uhrzeit fahren? Das wäre allgemein cool, so Uhrzeiten festlegen, wann Züge fahren und wann nicht. Wieso benutzen wir eigentlich dieses Gleis hier, nicht das zweite? Mega uncool. Aber dann haben wir da die Chance, jetzt eine Linie durchzulegen, würde ich sagen. Wenn die schon nicht genutzt wird, dann nutzen wir die jetzt andersweitig. So. Und auf... Ja, wir schauen erstmal, wo was hinführt, ne? Und zwar wäre ja die perfekte Strecke eigentlich hier hoch und dann hier rüber. Ne? Da sind wir ja alle hier, glaube ich, eins. Nee, das ist auch blöd. Obwohl, das hätte noch was, wenn wir den hier hochlegen. Aber der fährt ja da schon wieder diese Standardstrecke, die ja fast jeder Zug fährt. Ja. Yeah. Das
ist das uncool. Ich will hier oben am liebsten lang haben, die Strecke. Was wir machen könnten, wäre halt mit Allgemein, wir haben ja hier noch ein Gleis frei. WTF, wieso haben wir nie großartig drüber nachgedacht? Lol. Wir können so easy das hier ausbauen. So, darüber. Allgemein müssten wir diese Stadt mal hochpushen, fällt mir gerade auf. Alter, Finnland, die ist ja mega mäßig klein. Aber hier ist Verkehr wie nichts. Alter, Finne. Also ich bin doch davon ausgegangen, dass hier weniger los ist, als es aussieht. Muss man jetzt ganz ernsthaft mal erzählen. Ich bin ausgegangen, ja, hier warten wir so 2, 3, aber hörst du doch dann so ein paar mehr? Also ein paar mehr. Kollision, weil da ist die Strecke noch zu tief. Machen wir das mal kurz so. Jetzt steht da unser Bus drauf, WTF. Weg da. Guter Bus. Ich will jetzt nämlich da oben auch das Eck rausreißen. Dann bauen wir da oben drüber die Brücke. Dann haben wir hier nämlich auch nicht mehr das Problem, dass wir hier immer die ganze Zeit über diese Straße müssen. Das ist dann doch irgendwo schon nervig. Außerdem können wir halt mit der Brücke ja, noch zusätzlich die Gleise halt unten durchlegen. Die wir jetzt da unten benötigen zum Beispiel. Dann ist das da auch einfach abgeschlossen. Da können wir sagen, hey, juckt mich nicht, ne? Kümmert euch selber drum. Also, da sind wir dann doch schon eine Sache weiter. So. WTF. Also manchmal frage ich mich echt so, was will das Spiel eigentlich, wenn wir genau da das anbauen? Bringt das was? Bringt das nichts? In den meisten Fällen bringt das ja wirklich nichts. Also nichts, nichts. Und dann ist das doch ein bisschen blöd, wenn man da auch steht so, hey, tun wir den jetzt? So, jetzt fahren die Busse hier auch außen rum, dann können wir hier nämlich die Straße abreißen. Wie nicht genügt. Und cool. Das ist ziemlich uncool. Anschließen. So. Ich hoffe, das geht jetzt hier wieder. Ich hoffe. Dann können wir den Zug nämlich hier oben noch mal reinfahren lassen. Dann haben wir zwar auch Bad König die Strecke, aber wir verbinden dann anders. Das ist in dem Fall dann doch gut. Ich überlege gerade, ob wir Bad König einfach mal rausschmeißen. Das wäre nämlich noch eine Idee. Ich habe nicht darauf geachtet, wie lange wir aufnehmen. Das war gerade wieder schön fail von mir. So, dann fahren wir jetzt also zweimal dahin. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Das einzige Problem, was ich gerade noch sehe, sind erstens, möchte ich über dieses Signal hier rein und das zweite ist, ich möchte über das Signal da rein. Dann können wir hier nämlich auch hoffentlich die Strecke so weit ausbauen, ausziehen, dass wir hier oben dann über eine Weiche oder sonst was da rüber fahren und mitten im Nirgendwo dann landen. Also es ist doch schon in der Planung, dass wir einfach da noch eine zweite Strecke lang bauen, die dann halt auch zum gewünschten Ergebnis führt. In dem Fall ist das dann halt nach links nach Holen reinzufahren und dann von dort aus die Welt zu erkunden. Und ja, das soweit formuliert. So. So reicht das. Ich will doch gar nicht connecten, WTF. Nicht WWF, sondern WTF, Alter, ne?
Obwohl, man darf den WWF nicht unterschätzen, muss man auch sagen. So, ich will hier bitte bauen. Hallo. Spielchen. Mach jetzt. Ich muss auch gleich mal schauen, wie lange wir schon aufnehmen, bevor ich hier wieder irgendwas mache. Jawohl, die Stadt baut sich ein bisschen aus. Prima. Haben sie doch eingesehen. Ey, wir sind eine Bereicherung. Was ich mich frage, wieso geht es eigentlich nicht bei Schienen, einfach mal W zu drücken, oder W oder S, damit man halt so eine Brücke baut, beziehungsweise einen Tunnel in dem Fall. Das ist noch so eine Frage, die ich mir häufig stelle. Wieso geht das noch nicht? Wollten das die Entwickler nicht, dass man das mit Schienen auch kann, oder was ist der Sinn? Beziehungsweise der Antrieb dahinter. Das ist noch eine witzige Sache. Wenn er jetzt bitte das Spiel mal machen würde. So. Jetzt will ich nämlich mal schauen, geht das hier auch unten durch irgendwie? Nö. Gut, dann machen wir das hier nochmal mit einem Abzweig. Und dann machen wir hier den weg. Dann gehen wir gleich von hier aus runter. Und dann passt sich das. So. Ja, 1, 2, 3. So, fahren wir erst ein Stück hoch und dann zack. Ab mit hier nach unten. Und dann hoffen wir, kommen wir hier unten durch. Das wäre ja natürlich Idealfall. Wobei ich davon ausgehe, dass wir es nicht schaffen, weil wir kennen ja das Spiel, dass es genau wieder das verhindern will. Boah. Sieht aus wie eine Hamburger S-Bahn, die gerade abtaucht. Aber wir haben hier oben ja Gott sei Dank noch so ein Stück, was oberhalb lang geht. Dann mal die Onion nicht so schlimm. WTF, wie weit können wir den hier rausgehen, ohne dass wir hochkommen, ne? LOL! wie hoch wir einfach jetzt sind. Und das auf voller Ebene. WTF, ey. Okay, werden wir das gleich mal hoffentlich so bauen, dass wir hier hoch können. Wenn nicht, bauen wir hier einfach eine Schleife rein. Doch müssten wir... Ein bisschen Höhe müssten wir echt erreichen. Ich baue hier, glaube ich, doch mal lieber eine Schleife. Obwohl, nee, dann haben wir das Problem, dass die Züge sich ja hier wieder nicht mögen und wir dann am Ende wieder dastehen und sagen, hey, hätten wir mal, ne? Deswegen müssen wir doch mal den Tunnel ein bisschen verkürzen. Wir müssen das halt hier nochmal ein bisschen aufschütten. Aber ändern das hier halt auch mal ein bisschen um. Dann hoffen wir, dass wir nicht so weit in den Berg reingehen müssen, um einen Tunnel zu bauen. Das wäre auch ideal. Hier alle wieder runter. War auch schon wieder so weit. So. So, okay. Jetzt sollte es gehen. Bin zuversichtlich. Wir wollen ja halt diese Folge hier noch irgendwie das Unmögliche möglich machen. So bisher. Okay, das würde so gehen. Hinten auch noch irgendwo raus. Hallo. Ah. Da könnte es rauskommen. Okay. Da wir hier garantiert eine Steigung drin haben. Eine zusätzliche.
das ist auch wieder so komplex. Am besten müssen wir mit der Strecke hier runter gehen. Oder wir müssen die anderen Truppen höher setzen direkt. Das ist alles ein bisschen komplex. Ja, reißen wir dich weg und reißen wir... Nee, dich lassen wir nochmal sogar ein Stück. Einfach nur hier die Verbindung einen Tucken höher setzen. Dann wissen wir nämlich ungefähr, in welchem Radius wir noch rum müssen, dürfen, tun und tun. Dann machen wir das einfach so, dass wir hier mindestens ganz hoch gehen. Wir gehen ja schon fast ganz hoch, ne? Okay, dann machen wir das so, wir halten euch einfach auf gerader Linie. Dann machen wir die andere Strecke hoch. Dann juckt mich das auch mal gerade nicht. Dann dürfen wir nur hier wieder alles ändern. Zu dem, wie das damals mal war. Das sah damals so schön aus. Mittlerweile? Ja. Sieht das alles irgendwie aus, als wenn es unreal wäre. So, okay. Ja, sieht halbwegs naja aus. So. Jetzt machen wir hier, dass irgendwie die untere muss hier lang, ne? Ja. Hm. Die geht ja schon gut unterhalb lang. Ich glaube, das könnte man auch noch halten. Wenn man halt so durchgeht, könnte man mit der anderen echt rüber. Das Problem ist halt wirklich immer dieses, wie schaffe ich es perfekt, eine Strecke zu bauen, ohne dass hier irgendwas schief geht. In dem Fall haben wir ja hier auch noch den Tunnel, den wir hochgehen lassen. Von daher müssen wir hier auch noch aufpassen, und zwar sehr, sehr gewaltig, dass wir hier nichts falsch machen, weil wir sehen ja hier schon, dass der eine Teil ankam und hier drüben dann gleich garantiert irgendein Hügel ist. Ja, hier wird es dann einmal kurz runtergehen, direkt nach dem Tunnel. Das heißt, eventuell müssten wir halt diesen Tunnel auch nochmal ändern. Ist hier alles weg? Nee, Gott sei Dank nur eine Seite. Und dann machen wir das halt so, dass diese hier angeschlossen wird auf die Ecke. So. Halb eins. Okay. Drain? Was zum Henker? Okay, ihr fragt euch gerade dasselbe wie ich. Wieso ging das eben nicht? Und jetzt haben wir da so komische Wände. Aber das geht. Hey? I don't know. So. Okay, Part 1 sind wir langsam dabei, den auszugleichen und auszubügeln. Das ist wunderbar. Hier dieser Hügel müssen wir eigentlich komplett wegmachen, ne? Der gehört einfach nicht hier rein. Aber das kann man noch reden. Also so wie er jetzt eben war. Dieser kleine. So. Jawohl, dann haben wir hier auch diese Möglichkeit, dass die Züge halt hier in der einen reinfahren und auf der anderen halt rauskommen. Oh Gott, da muss hier wieder jemand niesen. Ich mag das immer, wenn hier jemand die Aufnahmen stört. Das ist immer wieder wunderbar. Und das Stumme ist, ich kann im Moment nichts nachts aufnehmen. Ja. Überhaupt nichts nachts aufnehmen, weil ich halt arbeite, und wenn ich arbeite, habe ich keine Zeit für Nachtaufnahmen. Das geht immer nur wieder in der Ferien- bzw. in der Urlaubszeit, und wenn ich die nicht habe, dann kann ich mir wieder sagen, ja, Dankeschön,
cool, Dani. Beziehungsweise, nee, ist es schon richtig, weil ich will ja halt auch nicht, dass hier irgendwas ist und deswegen mache ich das halt alles tagsüber. Und wenn ich nachts nicht genug schlafe, dann kann sich ja jeder selber ausmalen, was passiert. Dann ist es halt so, dass man nicht unbedingt immer alles mitkriegt, manches falsch macht und das will ich nicht. Und außerdem habe ich es nicht nötig, immer die ganze Zeit irgendwie einzupinnen. Weil ich würde es gerne, ungerne, so, gerne. Ja, ich würde mal gerne einpinnen. Hä? Wen der schon wieder? Ach, du Heiliger. Okay. Das ist das Problem. Das hatten wir auch noch nicht. Da müssten wir hier erstmal schön eindellen, das Ganze. Damit wir hier relativ gut rüberkommen. Müssen wir nur mal gleich gucken, wo es auf der anderen Seite halt rausgeht. Damit wir hier auch ja nichts anders machen als das, was wir wollen. Und wir wollen ja auch was Schönes hier abliefern, also von daher. Genau, das heißt, da oben würden wir rauskommen, 236. Und dann hier hinten. So. So, hier, bitteschön. Dankeschön. Und jetzt wollen wir hier nochmal versuchen, das zu machen. Denn ich will unbedingt diese Bahnstrecke hier noch fertig kriegen. Jedenfalls diese Folge. Dann haben wir nächste Folge ein bisschen mehr Zeit auf Sachen einzugehen. Ich liebe diese Sachen nicht. Wenn wir das jetzt alles wieder so normal machen. Nee, nur keine Brücke macht er. Okay. Und ein bisschen langsamer. Ja, glaube ich, die. Wollte mich jetzt gerade verarschen. Ja. Machen wir das halt so, dass wir hier versuchen doch noch eine zweite Brücke aufzubauen. Okay, hier müssen wir wieder noch so ein bisschen abreißen, damit das auch hinkommen kann, was wir da tun. Genau. Dann machen wir jetzt hier wieder dasselbe, wie auf der eben anderen Seite schon gebaut wurde. Sie geht nicht. Was ist denn da jetzt das Problem? Ach, Terrain. Ja. Okay, dann machen wir das ganz einfach. Machen wir den dran, reißen den ab. Und hoffen, dass das hier jetzt geht. Komm. Schön. So. So erwartet man das doch. Genau, das geht. Ja. WTF, Alter. WTF. Wieso nicht?
Machen wir das halt mit 132, sind wir halt etwas langsamer. Aber solange es geht, ist es mir erstmal einmal links oder einmal rechts. Und hier können wir, glaube ich, eh nicht so schnell raus. Von daher müssen wir, glaube ich, dieses Stück hier vorne nochmal mit abreißen, damit wir hier halt dann auch die Einfahrt mit ein bisschen Tempo machen können. Sehen wir jetzt ja hier 134, oben hatten wir irgendwas mit 120. Und dann fahren wir hier rum. Und kommen hier oben irgendwo wahrscheinlich wieder raus. Wie gleich ist denn das? Ach, das ist das zweite, okay. So, okay. Wir ziehen jetzt hier gerade. Ich will jetzt hier erstmal überhaupt die Gleise wieder zusammenbringen. Und daher machen wir das hier. So. Dann machen wir das so. 146 ist das Maximale. Okay. Also am liebsten wäre es mir ja wirklich, wenn wir die hier schon aufteilen könnten, wirklich auf die beiden einzelnen Sachen. Das heißt eine Spur links, eine Spur rechts. Okay, nach dem Signal mit 146 Ausgang, kann man das machen? Ach, da ist Fahrzeug im Weg. Hatten wir alle Straßen? Naja, nicht ganz, aber... Komm. So, anhalten. Dann wollen wir doch kurz hier wieder die Straße rüberziehen. Dann haben wir nämlich das Problem auch wieder gelöst, dass die Busse hier einfach rumfahren können. Und dann haben wir hier auch langsam dafür gesorgt, dass hier halt die Strecke ein bisschen mehr Gestalt annimmt und wir dann halt hier ein bisschen mehr, da ein bisschen mehr haben. Also es wird langsam. Ich glaube, hier müssen wir doch ein bisschen weiter weg schon ansetzen. Außerdem ist es ja eh cool, wenn wir da hinter der Weiche sind. Hinter dem Signal sind. Dann können wir uns das hier auch sparen. So, solange es mit 100 raus ist, ist ja okay. Da müssten wir die eigentlich sogar gar nicht zusammenführen, ne? Könnte man die sogar so einfach verbinden. Okay, machen wir mal hier so um die 100. Dann gucken wir mal, was wir denn hier hinten so schönes hinkriegen. Denn wie wir gesehen haben, ist jetzt dieser Teil hier unnötig. Da das eh nicht zusammenpasst. Das ist a little bit tricky. Hallo? Da. So. Und jetzt sollte es gehen. Bitte, 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 bitte. Nee. Nee, 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 nee. Okay, du willst noch nicht. Das schaffen wir auch noch. Du schaffst es? Der Zug ist doch richtig. Wir verlinken es 6 und danach kommt das Signal. Ne, 3 und 4. Nö. Fehler gefunden. Das Signal war falsch. Ausfahrtssignal HP1 rufe ich jetzt gerade mal.
Ausfahrtssignal HP1, jawohl. So. Dann können wir da auch noch das Signal draufsetzen. Und dann brauchen wir erstmal hier für eine Zeit keines. Natürlich setzen wir jetzt hier oben noch eins hin. Das sollte auch, glaube ich, der einzige Zug sein, der hier lang fährt, ne? Also, da können wir auch ein bisschen beruhigt sein. Nach dem Motto, hey, ich gucke mal, der fährt voll viel hin. Dabei ist das nur ein einziger Zug. Also, da machen wir uns nichts vor. Und das ist einfach. So, dann machen wir eins vom Bahnhofskopf. Und dann dahin. Ja, wir haben die Strecken nicht verbunden, weil hier hinten sind ja eh verbunden. Von daher macht das auch nichts. So. Wie hieß denn eigentlich die Linie oder wie muss die denn jetzt heißen, damit wir das ordentlich machen? T20. Ah, passt ja, T. Fehlt nur vor T20. Wie hieß denn der? Night. Ach du Scheiße, wie heißen denn die Wagen? Nachtzug. So, okay, ja, passt. Voll easy einfach abgestempelt. Hallo? Also Z. Z20. Nachtzug. Vielleicht finden wir ihn jetzt. Halleluja. So, jetzt schauen wir uns das an. Und dann wollen wir doch mal schauen, was hier so geht. Hallo? Zug. So. Schauen wir uns das hier so ein bisschen an. Ja, der Zug steht hier mitten im Nirgendwo noch. 1,24 Millionen. Wie kam ich eben auf die 2? Und wir sind überlange dran, Alter. Oh, heute ist ja Wochenende. Da sollte euch das, glaube ich, nichts ausmachen, oder? Nee, finde ich auch nicht. So, erstmal schauen wir uns jetzt hier diesen Zug in voller Pracht an. Sieht schon nicht schlecht aus. Das, was ich jedenfalls eben sehen konnte. Ach du Scheiße. City Nightline heißt der Zug. Jetzt habe ich's. Wie cool, wir können ja wirklich von da nach hier rüber. Das mag ich zum Beispiel an dem, was wir hier gebaut haben, dass wir halt von A nach B können. Ist halt auf 1 und das ist auf der linken Seite. Aber davon haben wir ja unser Depot. Das kann ja... Das hätte ja den Zugang überall hin, da von hier aus der Zug kommen kann und von da. Das heißt, da sind wir abgesichert. In dem Sinne. Das sieht nicht so schlecht. Also ich finde den Zug echt persönlich ziemlich gut gelungen. Dazu dann auch gleich die wunderbare Strecke. Natürlich hier irgendwie ein bisschen blöd wegen der Straße mittendrin. Aber ha, das ist halt so. Nehmen wir uns nichts, ist einfach so. Genau, so viel Minus machen wir ja gar nicht, fällt mir gerade auf. Oh, wir machen sogar Plus. Wir machen wieder Plus, obwohl wir Züge haben, die ziemlich viel Minus fahren. Das heißt, die Fahrzeuge mit den Gütern müssten ordentlich Gewinn machen, dass wir das also ausgleichen können. Da sollten wir auch gleich mal gucken. Obwohl, wie lange... Ah, ich muss auch gleich mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Das ist halt auch noch die Frage. Weil ich sehe nichts. Also ich habe mir nicht die Uhrzeit gemerkt, wo ich angefangen habe aufzunehmen. Aber es sollte überlang werden. Glaube ich. Sollte, ja. Also... Vielleicht lassen wir hier noch irgendwann einen zweiten drauf. Ich will den jetzt hier mal bis durch den Bahnhof jagen. Bis er halt einmal auf der Strecke nach links raus ist. Also von hier aus nach Heulen. Damit wir hier auch mal ein bisschen was sehen. Dazu sehen wir hier oben auch den Autozug. Eigentlich können wir hier zwei Stopps mit dem machen, ne? Das wäre auch mega interessant. Mit zwei Stopps den Zug zu sehen. Und dann sollte das auch passen. So, fahr ab. Ja, da ist der Bistrowagen. Da ist der zweite und dann die anderen Wagen wieder hinterher. Das sind alles zweite Klasse Wagen, ne? Scheint auf jeden Fall. Das ist traurig. Eigentlich nicht so, aber ich will es einfach nur traurig darstellen. Und fährt er gerade durch, der zweite. Beziehungsweise unsere normale
Verbindungslinie. Ist auch nicht so schlecht, dass die da ab und zu mal fährt. Hier fahren wir sogar endgültig wieder auf unserer Güterzugstrecke. Das ist, glaube ich, wenigstens dieser Strecke hier mitfahren, ne? Ah ne, wir haben ja den Metro noch hier rüber mitfahren. Der fährt ja noch da oben. Nach Tillingen oder was das heißen soll. Oder Iffingen, nee. Igelfingen. Okay. Lassen wir einfach mal so, genau, hier kommt das schon. Halt alle Züge auf 120 limitiert, dass die halt dann sich nicht so auf den Zeiger gehen und eine so, hey, fahr mal schneller, ich kann aber nicht. Und wir dann hier trotzdem dieses Verkehrschaos haben. Also von daher, ja, da war positiv überrascht. Hier geht ja alles gut. Ah, sehen wir ja, die Luzi fährt. Hier sehen wir auch, dass hier was hinfährt. Ich glaube, wir haben überhaupt keine Kreuzungsweiche drin, oder? Habe ich ihm gerade nicht aufgepasst. Ah ne, die fahren ja eh alle beiseite, also ist das ja in dem Fall egal. Obwohl, so egal ist es nicht, dann baue ich doch lieber hier noch ein Signal. Ein Signal in den Routenplan ein. Dann fährt hier nämlich auch mal der Nachtzug. Da haben wir sogar eigentlich jetzt erstmal alle Züge abgearbeitet, die so gewünscht wurden. Und dann sollten wir auch sehen, hier steigt langsam die Produktion wieder an. Hoffentlich. Also, mehr können wir nicht sagen. Wir sehen, alter Schwede, unsere ganzen letzten Züge machen hier Minus. Hat er nicht so ganz. Den könnten wir eigentlich auch mal wieder ablösen. Da haben wir, obwohl, nee. Ich lasse mal ein paar drauf, weil manche Züge sind ja doch interessant hier auf der Route zu sehen und anzuschauen. Manche dann eher weniger. Aber ist ja auch egal. 2,8 Mülle. Okay, ich wollte jetzt den hier gucken. 2,6 Mülle. Der andere macht 2,6 Mülle Minus. Was zum Henker? Achso, das war der Mammutzug mit der Doppeltraktion. Ich weiß. Eigentlich könnten wir diese Loks auch zu einer 155 bzw. BR 250 umwandeln. Ne? Dann haben wir da auch ein bisschen mehr Abwechslung wieder drin im Schienennetz. Normalerweise haben wir ja gerade eintönig, naja, hier ist ein bisschen anders. Hier fährt eine Vectron wieder. Vectron ist auch eine unserer Art Sonderzüge, haben wir ja nur 5, 7, irgendwas zwischen 0 und 100 Zügen fahren, also pö. Was Spektakuläres ist es jetzt nicht mehr, eine Vectron zu sehen. Dafür sehen wir jetzt hier immer wieder gerne noch unseren unser Doppelpacker an 50ern. Also, was will man ja, ne? Und vor allem die Güterproduktion steigt noch, mega. Ich glaube, wir können einfach nicht mehr hinterher liefern. Tschüt, tschüt. Eisenbahn ist da. Allgemein, die Wagen finde ich dahinter ölwitzig. Hinter der Doppeltraktion, ne? Das ist einfach nur mega krass. Wie viel macht die eigentlich Gewinn? 18 Mille. Ach, ist ja mal Bombe. Endlich mal ein Zug, der Plus macht als Dampfzug. Yay. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch, dass euch die letzte Folge gefallen hat, weil, ne, ihr wisst, ein bisschen aufgenommen, direkt am Stück. Deswegen kann ich das jetzt nicht sagen. Und dann sehen wir uns am Montag. Ja, am Montag sehen wir uns dann wieder zu einer neuen Folge von Train Fever Season 6. Und bis dahin eine wunderschöne Zeit, ein schönes Wochenende, beziehungsweise ein schönes Restwochenende. Für die Leute, die arbeiten müssen, eine schöne Arbeitszeit. Und dann einen schönen Feierabend. Und wir sehen uns dann Montag. Bis dann, eine wunderschöne Zeit. Haut rein. Bis dann und ciao.